So, die Hupe kommt oben drauf. Jetzt heißt es natürlich hier alles nochmal auseinanderfriemeln. Jetzt setze ich hier mein Teil rein. Jetzt muss ich natürlich mit der Feder aufpassen und meine Kabel hier. Also das Teil kommt hier drunter. Die Feder ist abgestürzt. Hole ich mir sofort wieder. Jawohl. So. So sollte es sein. Eine Schraube. Dann setze ich das jetzt nämlich schon mal hier fest und hoffe, dass ich dann, dass der Blinker dann auch funktioniert. Festschrauben. Ja, handfest. Wo ist meine Feder? Ich suche mal kurz meine Feder. Hier ist meine Feder. Und nicht, dass ihr sagt, naja, ja, du hast die andere genommen. Nein, hier ist die gefundene Feder. Aber wir probieren jetzt erstmal den Blinker aus. Das heißt, ich gebe erstmal Zündung drauf und wir gucken mal, weil hier, hört ihr? Ich höre hier nämlich gar nichts. Schauen wir mal. Also, Zündung ein. Nanu, so, Zündung ist an und, oh, es passiert gerade gar nichts. Obwohl der Schalter sitzt ja soweit nochmal. Ah! Eine Seite ging eben. Aber der Schnipser geht nicht. Andere Seite geht nicht. Wir bauen das Ganze mal richtig zusammen. Nun mache ich mal die letzte Schraube hier rein. Oh, was ist denn jetzt hier los? Hupe. Ist okay. Aber irgendwie... Das sieht besser aus, aber ich löse nochmal diese Schraube hier. Dann kann ich das vielleicht ein bisschen besser hin... drehen. Ja, das sieht besser aus. Tja, ich hoffe, der Blinker funktioniert doch dann irgendwie. Ja, wie ich schon sagte, es ist ein geringer Unterschied. Wäre ja schön, wenn es trotzdem funktionieren würde. Gut. Nun habe ich alles richtig angezogen. Es ist alles an seinen Platz. Und ich teste jetzt nochmal. Schauen wir mal. Zündung ist an. Es geht gar kein Blinker. Ach so. Kann ja nicht. Aber hier dieser Schnipser geht nicht. Doch. Doch. Jetzt geht gar kein Blinker mehr. Als ob es da drinnen nicht richtig geschoben wird. So kommt es mir zumindest jetzt vor. Mal gucken. Die Zündung ist an. Moment. Manchmal spinnt sie auch ein bisschen, ne? So, jetzt. Links geht. Rechts geht auch. Und? Er geht aber nicht. Er geht nicht. Jetzt geht er auch wieder nicht. Mal gucken. Das ist ja komisch. Jetzt geht der Blinker.
Dieser geht auch. Dieser geht auch. Aber der Rückholer geht nicht. Also das würde heißen, ich muss das wieder selbst zurückholen. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Ich wollte ja schon, wenn ich hier in der Mitte drauf drücke. Tja. Also ich merke so einen kleinen, dass es dann ausgeht, aber dieser Drücker geht nicht. Ich lasse es trotzdem erstmal so. Ich würde jetzt erstmal den Kabelbaum wieder hier befestigen. Oh oh. Boah, wie soll ich denn da dazwischen kommen? Ich müsste... Wie war denn das hier? Ich glaube, der war nur auf einer Seite befestigt. Ja, ich glaube, hier war er nur befestigt. Ich versuche jetzt mal was. Weil das wird jetzt nicht so einfach, unter dieses Plastik hier zu kommen. Oder versuche ich es so? Ja, genau, ich versuche es mal so. Vielleicht ist es doch einfacher. Ich gehe jetzt einfach erstmal hier durch und versuche es irgendwie zu schieben, um dann irgendwie mit dem Schraubendreher hochzunehmen. Schieb einfach mal weiter, mal gucken. Da ist es. Jawohl. Einmal da drunter. Das heißt, ich muss jetzt übers Kabel, ja. Das war schon mal sehr gut. Und hier ist mein Gegenstück. Wieder so hinführen, wie es vorher auch war. Das mit dem Durchziehen ist hier gar nicht so einfach. Weil ich müsste weiter hier rüber. Moment. Was mit den Fingern nicht will, versuchen wir mit der Zange. Das schiebt sich nämlich jetzt nicht so einfach rüber, wie ich es gerade brauche. So. Jetzt einmal hier rüber, dass ich das auch spannen kann. Das reicht immer noch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ja, so soll's sein. Ja, na, wer sagt es denn? Jetzt ziehe ich hier nochmal so ein bisschen. Und es sitzt. Jawohl. Zündung mal ausmachen. Das Kabel. Das war jetzt. Das lag jetzt hier so irgendwie mit unten drin. Ne? Versuche das jetzt mal so, dass ich es wieder so ungefähr hinbekomme. Ja, das könnte so funktionieren. Hier ist meine Schalter mit meiner Armatur. Schon, dass es funktioniert, aber nee, anscheinend nicht. Gut, meine Armatur wieder hier hin. Nee, schade. Aber besser auf jeden Fall als vorher. Gut, kommen wir, Moment, meine Halteplatte. Hier. Hier habe ich meine Halteplatte.
ich erstmal hinter den Griff kommen hier. Na komm schon! Oh, mein Lieber! Jawohl! Jetzt baue ich meine Nut. Hier ist meine Nut. Beide Schrauben. Einmal, nein, das ist unten. Das hier ist oben. Schrauben drehen. Ja. Und wo habe ich jetzt die andere Schraube hingelegt? Da findet sich doch alles wieder. Oh Gott, jetzt komme ich schon ins Stottern hier. Jawohl. Blinker nochmal ausprobieren. Ich habe hier nochmal Kontaktspray. Das ist jetzt reines Kontaktspray. Nehme ich mal einen Lappen dazu und gebe jetzt doch noch mal Kontaktspray hier rein. Gleich ein bisschen sauber wischen. Nicht zu viel, aber so, dass es arbeiten kann. Ja, hätte ich vorhin gleich Kontaktspray nehmen sollen, aber das ist so. Ist schon okay so. Also der Schalter, er rutscht auf jeden Fall schon besser, aber eben nicht so, dass man ihn zurückstellen kann. Gut, Zündung an. Blinker. Achso, Moment. Ich mache das mal so. Blinker sind hier unten, ne? Okay. Nun, seht ihr das? Ja, könnt ihr sehen. Andere Seite. Jawohl. Nochmal hier rüber. Wenn ich jetzt einen ganz kleinen Schwups gebe, geht er zurück. Aber das ist immer noch nicht so mein Fall. Schade, dass dieser Schnipser nicht geht. Jetzt sollten die Blinker aus sein. An. Aus. An. Aus. Wenigstens soweit funktioniert es. Ich meine, wenn, dann soll ja auch alles funktionieren. So, die Zündung ist an. Nein, Zündung ist aus. Zündung an. Ja, hier ist so ein kleinerer Wackelkontakt drin. Und wenn ich jetzt drücke, bekommt sie auf jeden Fall keinen Kontakt. Das heißt, ich muss das doch nochmal lösen. Ja, und jetzt brauche ich auch wieder einen Seitenschneider, weil jetzt kann ich hier auch mein Radband wieder kaputt machen. Wo ich mich so gefreut hatte, dass ich es drumrum hatte. Raus damit. Das gibt's doch gar nicht. Ja, einen Teil davon habe ich. Den anderen Teil hole ich mir nachher. Wir biegen das Ganze mal. Ich habe doch hier noch meine Spitzhacke. Jawohl, da ist auch der Rest. Nochmal huben. Nein, es tut sich wirklich nichts. Also ich bin wirklich der Meinung gewesen, dass die Hupe funktioniert hat. Da bin ich mir eigentlich sicher gewesen. Das heißt, ich nehme jetzt nur noch mal rein die Hupe raus. So, hier wäre die Hupe. Da ist mein
meine Feder und hier ist mein Kontakt. Ich mache das mal ein bisschen sauber nochmal hier. Aber was... Ich glaube, ich weiß, warum meine Hupe nicht geht. Oder wisst ihr doch, vorhin habe ich euch doch hier so ein Teilchen gezeigt. Das müsste von der Hupe sein. Das sieht nämlich ganz identisch danach aus. So. Die Feder. Die Feder kam so. So. Mal nicht erschrecken. Na. Ja, so eine kleine Sachen. Und dann findet man es doch raus. Zündung aus. Zusammenbauen. Jetzt wird es wieder eng. Oh Gott. Dass wir hier alles zusammen reinbekommen. Aber ich wusste, ich war mir ziemlich sicher, dass ich die Hupe schon mal benutzt hatte und sie auch funktioniert hat. Also von daher kann man mal sehen. Ne? Gut, nun Schraube. Ja. Ja, ihr seht natürlich nicht ganz so viel, aber das ist auch gar nicht so leicht, sowas jetzt zu zeigen. Ne? Sonst würde ich das natürlich gerne machen, aber das ist gerade alles hier so eng. Da müsste jemand filmen und weil das kann ich nicht auch noch. Mit dem Blinker, das ärgert mich schon ein bisschen, aber besser als vorher auf jeden Fall. Möchte ich schon mal sagen. Den Rest kriege ich auch noch hin. Festmachen, festmachen, Hupe. Jawohl. Hupe geht nicht. Ah ne, oder die Zündung ist nicht an. Also Zündschloss auch noch mal ein Thema. Na, funktioniert doch. Gut, wir wollen nicht mehr so viel Lärm machen, von daher, jetzt wird nur noch wieder ein Rabband holen. Ich hoffe, dass ich das jetzt schlauer angestellt habe, dass ich hier gleich alles festziehen kann. Mal gucken. Oh nein. Ach, Peter hatte zu viel Kraft. Wie war das? Alle guten Dinge sind zwei, ne? Ja, dann wollen wir es nochmal versuchen. Das reicht. Fester mache ich es lieber nicht. Das sollte jetzt reichen. Gut, Kabel wieder zurück. Kabel wieder zurück. Ja. Jawohl. Und jetzt muss ich den Griff hier wieder zur Seite nehmen, dass ich das hier wieder sauber zusammenführen kann. Ja, einmal Schraube und Schraubendreher. Leicht gegenziehen. Und nun auch noch unten. Ja, wäre dieser Schalter eben jetzt genauso identisch gewesen wie der andere, dann hätte das jetzt natürlich auch funktioniert, ne? Dass, wenn man hier drauf drückt, dass er dann zurückgeht. Aber jetzt ist es eben dem nicht so. Ja, da muss man damit leben. Die Zündung an. Das wird auch nochmal ein Thema werden. Ja, aber es ist okay erstmal. Also so kann man es erstmal lassen. Nun ist es ja schon, schon spät geworden. Wir haben es... Oh ja, Fernsehzeit. 7:45. Und ich gehe jetzt rein und setze mich nochmal vor den Computer. Hoffe,
Ihr konntet das eine oder andere trotzdem mitnehmen. Ja, ich sage mal, besser als gar nichts. Besser als vorher. Und wenn ihr auch der Meinung seid, dann bitte liken. Es würde mich freuen. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Heute haben wir Montag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.